Alter, was geht, Freunde? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Video hier auf einmal so raushaue. Aber es ist was passiert. Ich weiß auch noch gar nicht, auf welchen Kanal das hier kommt. Wo ich seit 2 Jahren drauf warte, aber absolut, ganz vergessen habe, dass das heute passiert. Wenn ihr auf meinem Kanal aktiv seid, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Es ist einfach das Video rausgekommen. Hallo, ich in 2 Jahren. Das Video habe ich am 20.09.2021 aufgenommen, sodass ich halt so in 2 Jahren drauf reagieren kann. Digga, das ist gerade so geil. Ich nehme das jetzt einfach auf, weil ich will das unbedingt angucken. Ja, und wir gucken uns das auf jeden Fall zusammen an, damit es besonders interessant ist. Man sieht als erstes schon mal der Unterschied. Digga, ich sehe aktuell so scheiße aus, aber das hier bin ich jetzt. Also das war ich, meine ich, vor 2 Jahren. Genau heute vor 2 Jahren. Hi. Ich habe das Ganze schon mal gemacht. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt bei euch her ist. Wahrscheinlich 1,5 Jahre. Für mich ist es circa ein halbes Jahr her, dass ich das aufgenommen habe. Also ich habe das schon mal gemacht, das meine ich. Ich habe schon mal gesagt so, hallo, ich in einem Jahr. Und habe ich ein Video aufgenommen, was ich 1 Jahr später erst hochgeladen habe. Und das hier ist jetzt halt 2 Jahre später. Und ich weiß absolut nicht mehr, was ich in dem Video gesagt habe. Aber ich denke mal, ich werde meine ganzen Followerzahlen genannt haben, so wie es aktuell im Leben läuft. Digga, wir müssen uns das einfach reinziehen. Ich dachte, ich muss das nochmal machen, weil es ist eigentlich so eine coole Sache. Und ich finde, jeder sollte solche Videos machen. Ist ehrlich geil. Es ist heute der 20.09.2021. 20.09.2023, zum Vergleich kurz. Und dieses Video ist für mein Ich oder für euch in 2 Jahren, also ja, am 20.09.2023 soll dieses Video online kommen. Und ich will einfach kurz ein paar Dinge über mein Leben aktuell erzählen. Einfach ein bisschen da habe ich ein bisschen Angst. Ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwas sage, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue. Aber dann ist es jetzt so. Zukunftspläne habe, so was so meine Ängste sind, so was. Und Zukunftspläne habe ich auch Angst, weil es hat sich irgendwie in den 2 Jahren nicht viel verändert. Und das ist ein bisschen unangenehm. Aktuell so abgeht so. Und einfach, damit man dann in so 2 Jahren mal schauen kann, was, also wie sich die Zeit so, was sich alles so verändert hat. Und das ist ein One-Taker, deswegen wird es sehr lost. Wie immer. Ja, aber und ich will einfach ein bisschen anfangen. Ich habe jetzt fast 200.000 Abonnenten auf YouTube. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Abonnenten das in 200.000, Digga, und du zeigst es nicht mehr. Das finde ich ein bisschen lost, aber egal. Ja, aktuell habe ich 313.593.000 Abonnenten. Ich glaube, ich hatte fast 200.000. Das heißt, ich war noch unter denen. Also, hat sich auf jeden Fall in 2 Jahren gut was getan. 2 Jahren sein werden. Vielleicht sind es die Millionen, vielleicht sind es auch erst 210.000, so, keine Ahnung. Auch nicht? Ich habe auf Instagram fast 50.000 oder so, auf TikTok. Oh, nimmt man mit, Digga, da habe ich, wartet kurz, da habe ich, ja, 61.000, hä? 650.000. 650 auf TikTok? Ja. 846. Auf Twitch 10.000 oder sowas. Und das will ich alles natürlich so viel, also so krass, wie es geht, ausbauen, ne? Vor allem auf Twitch will ich mehr streamen. Und ich stehe jetzt gerade vor einem sehr großen Schritt. Und zwar möchte ich von dieser Om-Maschine, ich kann euch das vielleicht mal kurz zeigen, nein! Wie aktuell mein YouTube-Kanal aussieht. Nein, ich möchte ein bisschen von der ganzen Om-Maschine, Om-TV, vielleicht mache ich das schon seit 2 Jahren nicht mehr, so wer weiß, ne? Oder ich bin gerade dabei, ein Om-Video zu schneiden, das ist das Lustige. Unangenehm, Digga, unangenehm. Und aktuell sieht... Oh, die Klicks. 135.000 Aufrufe. Oh, die Klicks, die waren hier aber noch köstlich-schmöchtlich. Das war ja nochmal eine andere Zeit, Digga. Vor 2 Tagen 57.000. Oh, Memo. Oh, da lief's ja noch richtig. Mein YouTube-Kanal so aus. Hier, das ist das letzte Video. Warte, ich zeig mal kurz den Vergleich vielleicht. Aktuell sieht's so aus. Da gab's noch keine Shorts auf jeden Fall. Omme Vlogs so ein bisschen. Ich will einfach von der Richtung ein bisschen weggehen. Das macht mir einfach... Klar macht es mir noch Spaß, aber die Ideen fehlen und ich bin. Ja, unangenehm. Ich bin immer noch bei Omel, by the way, falls sich das jemand fragt. Deswegen will ich jetzt auch einen Gaming-Kanal machen, der ist schon gegründet, hat aber noch keine Videos. Und das wird jetzt der erste Step in meinem Leben sein. Ich habe einen Gaming-Kanal, habe ich jetzt auch angefangen, bloß das habe ich noch gar nicht durchgezogen. Aber den habe ich erst vor kurzem neu gegründet. Zählt als halber Punkt. Den ich als nächstes vorhabe. Und. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das so in 2 Jahren aussieht, ob ich das so durchgezogen habe, weil ich bin eigentlich ein Zocker und will das auch so als YouTube-mäßig machen. Und ja, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Schritt, weil ich weiß nicht, wie viele Leute sich das anschauen werden und ob das überhaupt funktioniert.
Und ob ich das überhaupt mit der Schule schaffe, denn ich mache gerade mein Abitur und ich hoffe, ich habe in 2 Jahren mein Abitur auch ordentlich bestanden. Oh, das ist der erste geile Punkt. Ich habe mein Abitur mit 2,6 bestanden. Das ist schon mal geil auf jeden Fall. Jetzt wenigstens mal was erreicht, was ich mir als Ziel gesetzt hatte. Und ja, das sind so, also ich habe da so ein bisschen Angst vor, wie das jetzt alles wird, so mit FIFA zocken und sowas, weiß ich. Bruder, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber es gibt kein FIFA mehr. Es heißt jetzt EAFC. Heilige Scheiße. Ich stehe da auf jeden Fall vor einem großen Schritt und bin gespannt, wie das in 2 Jahren aussehen wird. Aktuell, also ich, anderes Thema, wenn man so kurz aus meinem Leben erzählt, ich will bald mein Abitur machen, also nächstes Jahr erst natürlich, aber ich bin jetzt dabei und ich habe sehr viel Angst davor, wie das Jahr jetzt wird, weil aktuell läuft es eigentlich gut mit YouTube, aber dadurch, dass ich mein Abi mache, könnte das sehr anstrengend werden. Alles entspannt, Bruder, hast alles gut durchüberstanden, kein Problem. Und ich habe ein bisschen Angst, ob ich das alles schaffe, verkrafte und so. Alles entspannt, hast du alles ein Jahr immer noch so gut halten kann, dass ich dann, wenn ich mein Abitur fertig habe, auch ordentlich mit YouTube durchziehen kann. Ja, ich habe da einfach ein bisschen Angst vor. Was heißt ordentlich durchziehen? Also richtig ordentlich habe ich auch noch nicht durchgezogen. Also entweder geht es in naher Zukunft richtig bergab oder es geht bald richtig bergauf. Aber 50-50. Aber auf jeden Fall ist noch alles in Ordnung. Ich lebe noch von YouTube, mir geht's super, mein Leben ist okay. Alles super. Dass ich das alles unter den Hut bekomme und schaffe. Aber ich glaube fest an mich und ich denke, ich schaffe das. Ich habe diese Woche Freitag meine Praxisprüfung beim Führerschein. Ich hoffe, ich verkacke die nicht, weil so auch bestanden. Das heißt, ich bin aus der Probezeit am Freitag die Woche bald raus. Boah. Das geschafft habe, Abi, Führerschein, dann kann mein Leben erstmal so richtig in Fahrt kommen und ich will auf jeden Fall das ganze Business, YouTube-Zeug, alles durchziehen. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich stehe auch noch vor so ein paar Entscheidungen in den nächsten Jahren, weil ich will eigentlich alles so weitermachen und ich möchte keinen Job annehmen, so. Einfach, weil ich es muss, sondern ich will mit dem YouTube-Zeug so unabhängig werden und vielleicht mit Unternehmen, die ich bis dahin gegründet habe, dass ich nicht irgendeine Ausbildung anfangen muss, nur weil ich dann eine Ausbildung habe. So weit ist es noch nicht. Aber da sind auf jeden Fall Sachen in Planung gewesen, sind immer noch in Planung, kommen und gehen. Ich werde wieder so ein Video machen. Vielleicht dieses Mal Hallo ich in 3 Jahren. Und da werde ich das nochmal ansprechen, weil in 3 Jahren sollte ich das, glaube ich, geschafft haben. Aber tatsächlich habe ich nicht so viel erreicht, so von dem. Schade eigentlich. Aber man kann sich das Video auch in ein paar Jahren nochmal anschauen und da wird es auch interessant, denke ich. Ich will einfach, dass ich mir was aufbaue und niemals so eine Ausbildung oder Studium anfange, weil ich... Klar müsste ich das eigentlich machen, um Ansprüche. Was zu haben. Aber es wäre halt dumm, wenn man genug Geld verdient und mit YouTube alles gut läuft, dass man nebenbei noch eine Ausbildung hat, weil das macht einen nur ein Minus. Und man hat dann zwar ein Studium, aber wenn man da kein Geld mehr verdient, dann muss man ja wirklich das Studium auch nutzen. Immer noch. Ja, ich hoffe einfach, dass ich es schaffe, unabhängig zu werden ein bisschen. Dass ich einfach sagen kann, ich mache kein Studium, ich mache keine Ausbildung, ich ziehe einfach das durch, mein Unternehmen, dies, das und so. Das ist so mein Ziel. Ist immer noch das mein Ziel? Mein Ziel ist natürlich irgendwie 1 Million Abonnenten oder sowas zu knacken. Aber das ist immer noch das Ziel. Zahlen, die mir nicht so wichtig sind. Ich will einfach, dass es konstant gut läuft und dass ich... Digga, der Typ spricht mir aus der Seele, der fühlt dasselbe wie ich irgendwie. Voll komisch, oder? Also irgendwie Spaß an der Sache habe. Und sehr wichtig ist auch, das habe ich damals auch schon gesagt, dass es meiner Familie gut geht, weil gerade in der letzten Zeit, meine Oma ist gestorben, mein Opa ist gestorben. Das war vor 2 Jahren schon, Digga. Krass, vor 2 Jahren war das schon, dass meine Oma und mein Opa tot waren. Ja, perfekt. Also einmal ist noch meine Oma dazugekommen in der letzten Zeit, Digga. Ansonsten ist aber alles ganz gut in der Familie, denke ich. Darüber werde ich, glaube ich, Ende des Jahres nochmal reden, was so in diesem Jahr passiert ist. Aber dass das schon 2 Jahre her ist, verschickt mich gerade ein bisschen. Ich hätte es mir kürzer vorgestellt, als ob so meine Oma und Opa schon beide 2 Jahre tot sind. Mein Hund geht's auch nicht gut. Ja, gut, der ist auch gestorben. Aber dafür habe ich jetzt einen neuen süßen Hund nach 2 Jahren. Wie viel passiert ist in den 2 Jahren? Das sind so Dinge, wo man nie gedacht hat, dass es einen so schnell einholt und dann innerhalb von 2 Monaten sterben 2 wichtige Personen in deinem Leben, so mäßig. Ja, das war krass. Und damals ist erst mein Opa gestorben und dann meine Oma und ich hätte mir das nie vorstellen können. Dieses Jahr ist auch noch meine andere Oma gestorben. Obwohl das die beste Zeit deines Lebens eigentlich ist, wo du 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt hast, Geld verdient hast und ja, eigentlich sollte es eine gute Zeit sein, aber es ist eine schlechte Zeit. Aber ich bin so ein positiver Mensch, ich kann sowas verkraften und ich versuche sowas auch gut wegzustecken und ich glaube, man hat es mir auch nie angemerkt, dass es mir schlecht geht, weil es mir eigentlich auch nicht schlecht ging, weil ich es einfach irgendwie geschafft habe, sowas
immer irgendwas Positives rauszuziehen und so. Ja, das hatte ich damals gar nicht so merken lassen, aber wenn wir jetzt so mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern können. Damals, als mein Opa gestorben ist, der hat unter mir gewohnt in der Wohnung, also genau unter mir war das Schlafzimmer und mein Opa hatte halt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber der ging es halt am Ende des Lebens echt scheiße. Ja, das war dann halt auch so, dass mein Opa viel rumgeschrien hat und um sich geschlagen hat, auch mal meine Oma getroffen hat und so. Und das ist halt alles unter mir passiert und auch während ich gestreamt habe, waren halt so Dinge passiert, wo es halt lauter wurde und wo, keine Ahnung, Geschrei und so. Und ich habe das halt immer sehr, sehr überspielt und gehofft, dass man das nicht hört und so. Es war schon eine crazy Zeit. Mittlerweile gibt es beide Großeltern unter mir nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es so in 2 Jahren bei mir aussieht. Ob ich mit den ganzen Leuten noch Kontakt habe, mit denen ich jetzt Kontakt habe aus der Schule. Ja, das, Digga, also das ist auf jeden Fall noch der Fall. Zwar nicht krass, immer direkt jeden Tag, aber das ist auf jeden Fall, das feiere ich sehr, dass ich mit den Leuten, mit denen ich früher in der Schule schon richtig geile Zeit hatte, immer noch ab und zu mich sehe und eine gute Zeit habe, Digga, das ist sehr, sehr geil. Keine Ahnung, was so in meinem Leben passiert ist, aber ey, ernsthaft mal. Ich glaube, jetzt kommt was ganz Verrücktes. Ich frage mich, ob ich in 2 Jahren es endlich mal geschafft habe, eine Freundin zu haben. Ja, du hast es geschafft. Du hast es verdammt nochmal geschafft, innerhalb von 2 Jahren endlich eine Freundin zu bekommen. Bruder, du 17-jähriger Knecht, hast es geschafft. Du bist ein Macher, Bruder, vertrau mir. Ich habe noch nicht mal knacki-knacki gemacht. Hattest du auch schon, mit nicht nur einer Frau, sogar mit anderen noch. Maschine, Bruder. Du bist ein Macher geworden, ja? 2 Jahre Entwicklungsphase, du bist ein geiler Typ geworden. Hast zwar keine Haare mehr, aber... Bruder, was, ja. Digga, wenn ich in 2 Jahren... Ey, Bruder, Linus, wenn du in 2 Jahren nicht knacki-knacki gemacht hast und eine Freundin hattest, dann bin ich dir wirklich sauer, sag ich dir... Alles gut, Habibi. Hab ich doch gemacht für dich, Bruder. Hab ich für dich gemacht. Alles gut, ich hab's getan, ja? Mach dir gar keine Gedanken. Gar kein Stress. Ehrlich, wie es ist, dann will ich jetzt, dass du 100 Euro irgendwas Amazon verlost. Nee, da 1000, Digga, also wenn, nee. Alles gut. Alles gut. 1000 Euro Amazon will ich nicht schaffen. Ja. Ich laber hier schon wieder voll lange. Ich will euch aber alles erzählen, was so abgeht gerade. Ja, auf jeden Fall ist dieses ganze YouTube-Stuff jetzt gerade richtig am Hochfahren und ich hoffe, dass ich mein Abi fertig kriege und dann einfach richtig durchstarten kann, mich mit so vielen Leuten wie möglich connecten kann und einfach ein paar Leute treffe, die ich selber cool finde und mit denen... Auch geschafft, so. Ich bin auch mit echt paar Leuten cool geworden über die Zeit, wo ich früher gefeiert habe und so. Das ist auch, also ich denke mal, das wird in Zukunft auch noch ein bisschen krasser, aber... Ja, doch. Ich habe schon einige Sachen geschafft, wovon der kleine Bubi da, der vor 2 Jahren da noch war... echt geträumt hätte. Also, dass er das so weit kommt. Geil. Freut mich irgendwie. Den vielleicht cool werde oder so, weil, ja, das ist so mein Ziel einfach. Ich will einfach Kontakte haben. Hab ich. Ja, was kann ich euch noch erzählen, Digga? Ich habe keine Ahnung. Ey. Ich hoffe auf jeden Fall, dass meiner Familie alles gut geht und so, ja. Dass da nicht irgendeine Scheiße passiert in 2 Jahren. Und, ja. Das war das Video. Es ist eigentlich cool. Ich hoffe, so in 2 Jahren wohne ich noch hier. Sieht das alles hier noch so aus? Ich wohne noch hier. Es sieht nicht mehr ganz so danach aus. Und ich ziehe bald aber um. Innerhalb des Hauses, muss man dazu sagen. Aber ich habe bald eigene Wohnung. Das ist voll interessant, Digga. Ihr seht dieses Video in 2 Jahren. Ich sehe dieses Video in 2 Jahren. Und ist ehrlich geil. Ja. Digga, ich hab Bock. In 2 Jahren sitze ich vielleicht hier woanders. Und wir gucken das Video gemeinsam. Ihr guckt es alleine. Keine Ahnung. Cool. Cool. Verrückt. Das muss ich kurz erstmal sacken lassen. Gib mir mal eine Sekunde. Also ich habe auf jeden Fall nicht so alles erreicht, was ich mir erträumt habe. Aber ich bin auf jeden Fall krass vorangekommen. Und es hat sich einiges verändert. Auch hauttechnisch, Digga. Meine Haut war ja deutlich besser als da. Schon schön zu sehen irgendwie. Auch wenn ich ein bisschen hässlicher geworden bin, habe ich was das Gefühl, Digga. Also mit der aktuellen Frise, ja gut. Ich glaube, ich werde die Tage mal wieder noch so ein Video machen, was ich dann irgendwie in 3 Jahren hochlade. Mal gucken, ob ich da überhaupt noch YouTube mache. Aber gerade das Video, das kann ich mir in... Das kann man sich ja immer wieder anschauen. Schon geil gerade der Moment. Den habe ich jetzt echt 2 Jahre gewartet. Ich habe aber überhaupt nicht... ich habe ganz vergessen, dass das heute ist. Geil. Ehrlich geil. Richtig, richtig schön. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.